Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Vor ein paar Wochen habe ich mal ein Video zum Thema Überschussladen gemacht und dabei haben einige von euch festgestellt, dass ich im Keller unten von einphasig auf dreiphasig umschalten musste, um den optimalen Ladestrom zu bekommen. Fronius, und deswegen seht ihr hier oben auch Werbung stehen, hat mir etwas geschickt, weil sie gesagt haben, das können wir inzwischen besser. Und hier ist ein Päckchen angekommen und das schauen wir uns mal an. Um ehrlich zu sein, dachte ich erst, die haben mir das Falsche geschickt, weil das ist so klein und so leicht und darin soll der neue Wattpilot Home sein. Also eine Ladestation für Elektrofahrzeuge von Fronius, mit der man Überschussstrom laden kann, die automatisch von einphasig auf dreiphasig umschalten kann und die, wenn man den entsprechenden Stromtarif hat, auch noch automatisch weiß, wann sie am günstigsten lädt. Also es scheint das Richtige drin zu sein. Es steht Fronius Wattpilot drauf. Aber es ist ein ziemlich kleines, leichtes Paket. Ich bin wirklich gespannt, ob das das Richtige ist. So. Ta-ta-ta-ta. Und das soll alles sein. Das ist praktisch nicht größer als meine Handspanne. Hier haben wir eine Reset-Card, einen Chip und eine Sicherung. Na, das sind die Schrauben und die Haken für die Wandhalterung. Und das ist er. Das ist der Wattpilot von Fronius. Hier kann man schon erkennen, dass ich hier gut laden kann. Hier hat es ein fünfadriges Kabel. Naja, und jetzt wisst ihr ja, dass ich Musiker bin und kein Elektriker und lebensmüde bin ich auch nicht. Also, um das hier anzuschließen, brauche ich Hilfe. Und wer könnte das anders sein als Michael Simon von Sunny Solar? Und da hinten sehe ich es auch schon gelb blinken. Da ist der Michael schon gekommen mit seinem Sunny Solar gelben Kia Mobil. Schickes Auto nebenbei. Hallo Michael. Hallöchen, grüß dich. Na? Guck mal, da ist das gute Teil. Da unten liegt es schon. Wir haben uns vorhin schon mal angeschaut. Also das Erste, was du irgendwie bemerkt hast, ist, dass das Kabel dünn ist. Was heißt denn das? Dass das nicht allzu viel Strom kann. Das heißt, wir sind hier begrenzt auf 16 Ampere. Okay, das heißt, die Zuleitung für dieses. Ich dachte nämlich einfach, ich hänge die mal ab und habe dann fünf Adern und schließe die an das an und dann ist super. Aber das geht nicht. Nee, da bräuchtest du eine andere Box, die ein bisschen mehr Strom kann. Das ist eine Home, die fest installiert werden sollte und dort ist die Begrenzung bei 16 Ampere. Okay, wir wollen ja für euch das Ding anschließen und ausprobieren die nächsten Tage. Deswegen haben wir uns überlegt, wir machen so eine provisorische Geschichte, ja? Ja, wir machen aber dennoch die entsprechende vorgeschriebene Sicherung mit 16 Ampere und den FI Typ A ist es, weil diese Funktionen des Typ B in dem Gerät schon integriert sind. Das heißt, Typ B wäre Gleichstromüberwachung und das ist über den Fronius Home schon gegeben. Okay. Das heißt, der preisgünstigere Typ A können wir hier verwenden. Da oben sehen wir, also Überschussladen wird heute auf jeden Fall mal nichts. Wir hoffen, dass wir nicht zu sehr nass werden und alles klar. Ich bin gespannt, ob wir das Ding heute noch zum Laufen kriegen. Kriegen wir bestimmt. So, jetzt habe ich zwei Wallboxen. Eine große, eine kleine. Übrigens, ne, wir haben ja vorhin über diese Amperezahlen gesprochen. Die Hardy Bart geht ja bis 22 kW und die Fronius, der Wattpilot, der geht bis maximal 11 kW, richtig? Jo. Ich hatte ja kürzlich den Fall, dass hier ein Model S-Fahrzeug in meiner Einfahrt stand und den habe ich auch mit Strom versorgt. Und da gab es vom Dach 7 Kilowatt und aus dem Netz 11 Kilowatt. Dann hat er also insgesamt mit 17 Kilowatt geladen. Das wäre jetzt weiterhin bei der Hardy Bart möglich. Beim Wattpilot, den würde ich jetzt fürs optimierte Überschussladen mal ausprobieren. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Ein paar Minuten, Stunden später, oder? Hat schon eine Weile gedauert. Vielen Dank schon mal, Michael. Hier hängt er, der Wattpilot. Ah, also für eine provisorische Einrichtung hervorragend. Alles wasserdicht, alles nach VDE. Da geht es hier mal in den Keller rein, dann gucken wir mal, wo es weitergeht. Wir haben jetzt zwei neue Bauteile hier drin. Mhm. Einen FI Typ A. Ja, sogar beschriftet, sag mal. Ja, und die Sicherung dazu, die da passend ist für das Kabel. Der Hammer. Und die der Wattpilot braucht, den du hast. Wenn wir jetzt nicht hier den Hardy Bart gehabt hätten, hätte man dieses fünfpolige Kabel mit der 16 Ampere Stärke verlegt. Richtig. Ende.
und den entsprechenden FI. Ich habe ja mal vor nicht allzu vielen Jahren deinen 50. damals, glaube ich, Geburtstag begleitet. Ja. Und dabei haben wir festgestellt, dass du ein Pionier der Elektromobilität bist. Und wenn ich dich schon da habe, dann sag doch mal, für die Zuschauer, die hier Elektromobilitätsfans sind, wie hat das und wann bei dir angefangen? Oh, das war schon 1988 haben wir die erste Firma gegründet. Mhm. Die Firma Autosol hieß sie noch, die damals ein eigenes Fahrzeug hergestellt hatte. Eine leichte Karosserie. Damals gab es noch keine Lithiumbatterien, zumindest nicht bezahlbar. Mhm. Das heißt, wir haben mit speziellen Bleifließbatterien mit entsprechend geringeren Kapazitäten versucht, über eine energiesparende Steuerung und einen konsequenten Leichtbaum dann eben doch große Reichweiten hinzukriegen und haben damals dann an verschiedenen Touren teilgenommen. Was war denn die Reichweite und was war die Höchstgeschwindigkeit? Höchstgeschwindigkeit war 80 und die Reichweite lag maximal bei 100. Und das war für den Innenstadtbereich eigentlich auch das, was okay ist. Ein Pionier der Elektromobilität, vielleicht hören wir da auch noch mal in anderen Videos mehr davon. Erstmal ganz herzlichen Dank fürs Installieren hier. Ja, und ich würde sagen, wir probieren mal direkt aus, ob was kommt. Ja, prima. So, wie ihr seht, ich habe ein bisschen gewartet, denn es war wirklich sehr regnerisch am Wochenende. Ich habe gewartet, bis auch mal ein bisschen Sonne wieder da ist, damit wir auch überhaupt Überschussstrom testen können. Und jetzt schließe ich das Ding mal an. Wir haben hier den Wattpilot, schön klein, die Klappe. Und hier kann man umstellen von Eco-Ladung auf Schnellladung. Und wenn man etwas länger drückt, von 16 Ampere auf 10 Ampere. Ich gehe mal auf 16 und dann holen wir mal das Ladekabel. Das ist hier nämlich nicht mitgeliefert, da nimmt man jeweils das eigene. Hier bei mir im Frunk. So, hier sieht man schon, es blinkt. Bis jetzt lädt es noch nicht. Jetzt versuche ich mal die App zu starten und schau mal, ob ich da dann besser mit zurechtkomme. Es hat einen Moment gedauert, bis ich das alles installiert hatte. Ich musste die App runterladen, ich musste eine WLAN-Verbindung zum Wattpilot aufbauen, dann ihn in das Netz hier einbinden. Im Gegensatz zu meiner bisherigen Wallbox gibt es hier keinen Netzwerkanschluss und wir haben ein relativ schwaches Netzwerk hier draußen auf dem WLAN. Ich hoffe, das hält dann. Gut, aber nachdem ich dann die Anmeldung gemacht hatte und ein Passwort vergeben hatte, kann ich nun laden und sehe auch in meiner App permanent, wie viel ich lade. Ich lasse das einfach jetzt mal den Tag heute laden. Ich muss es mir genauer anschauen. Ich habe also ein anderes Kabel legen müssen, weil ich nicht mehr 32 Ampere, sondern nur noch 16 Ampere habe. Das bedeutet, dass ich eine Maximalleistung von 11 kW statt bisher 22 kW habe. Und ich habe keinen Netzwerkanschluss mehr. Das heißt, wir gehen über WLAN und das ist hier draußen nicht optimal. Möglicherweise muss ich dafür dann einen Repeater schalten. Ist jetzt auch nicht von den Kosten her die Welt. Ich glaube, ich hole mir mal oben einen und fließe den hier unten an, damit ich mal gucken kann, ob es vielleicht dann besser ist, weil im Moment schaltet das Ding die ganze Zeit an und aus. Wenn es funktioniert, natürlich super. Eine Wallbox, die automatisch von einphasig auf dreiphasig umschaltet, die in der Lage ist, flexible Strompreise zu nutzen und intelligent genug ist, um auch zum Beispiel das so zu programmieren, dass du sagst, ich möchte am Morgen um 8 Uhr losfahren, ich möchte tagsüber den Überschussstrom nutzen und dann den Rest zu der Zeit, wo es am günstigsten ist, vollladen. Das ist natürlich genial. Und natürlich ein dritter Vorteil, diese Wallbox ist voll KfW-förderfähig. Das wäre natürlich auf jeden Fall auch ein Argument. So, wir schauen mal, was der Tag heute so bringt und ich hole mal noch den WLAN-Verstärker und hoffe, dass dann das An- und Ausschalten vielleicht aufhört. Also mit 4 Balken wird hier gesendet. Und ich bin mal gespannt, weil mir ist vorhin auch die ganze Zeit die Verbindung von meinem Handy unterbrochen hier draußen. Im Moment lädt es auf jeden Fall mal. 6 Kilowatt mit 9 Ampere. Hier werden 6,8 Kilowatt gerade vom Dach gezogen. Und jetzt sehe ich auch wieder die Leistung. Wenn ich in die Web-App gehe, dann könnte ich mit ein bisschen Glück vielleicht auch diesen neuen Verbraucher sehen. Mal schauen, was passiert, wenn ich da drauf drücke. Aha, aktuelle Leistung. Okay, ich benutze im Moment denselben Smart Meter wie die Hardy Bart Wallbox. Insofern sehe ich jetzt hier eben die Hardy Bart Wallbox mit einem Bezug von 6,4 Kilowatt. Das ist natürlich jetzt die Fronius Wattpilot Wallbox. Jetzt seht ihr auch die drei umlaufenden Ringe. Das heißt, jetzt wird dreiphasig geladen. Und wenn gleich wieder eine Wolke kommt, sinkt die Ladeleistung wieder und entsprechend
werden wir dann vermutlich auf einphasig umschalten. Da warte ich jetzt mal noch. Im Moment 8 Kilowatt Ladeleistung. So, und jetzt wieder so ein Event. Kaum habe ich abgeschaltet. Hier seht ihr, ausgegangen. Und jetzt war die Sonne zu wenig und es läuft einphasig weiter. Das heißt, jetzt habt ihr diesen Moment erlebt, wo die Sonne weg war und die Anlage selbstständig umgestellt hat. Und da wird mal für einen kurzen Moment ausgeschaltet und dann umgeschaltet. So, jedenfalls, das war der Beweis. Es wird einphasig geladen und es wird dreiphasig geladen und dazwischen automatisch umgeschaltet. Und weil es so schön war, gleich nochmal hier einphasiges Laden. Die Sonne kommt, die Anlage schaltet kurz aus. Hier seht ihr das und schaltet um und beginnt jetzt die dreiphasige Ladung aufzubauen. Jetzt sind wir da auf drei Phasen umgestellt. Sehr gut. Und wir sind hier auch bei 9,3 Kilowatt Ladeleistung. Das ist doch mal eine tolle Sache, oder? Der holt er jetzt aber allerdings nochmal 2,5 Kilowatt vom Netz dazu. Ja, der Wattpilot lädt fleißig mit drei Phasen, hat automatisch umgeschaltet. Damit bin ich schon mal sehr zufrieden. Ich hoffe, euch hat dieses Experiment gefallen. Ich hoffe, ihr habt Interesse an dem Wattpilot von Fronius. Wie gesagt, nochmal vielen Dank, dass ihr mir den geschickt habt, liebes Fronius-Team. Deswegen ist dieses Video auch als Werbung gekennzeichnet. Ich freue mich über euer Like, euer Abo und kommentiert gerne unten, was ihr weiter auf diesem Kanal sehen wollt. Und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Diesel Dad.